Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Forts unter Belagerung. In der letzten Folge haben wir einen Ritter, an den man sich erinnern wird, erledigt und haben gegen Gawain gekämpft. Ja, ziemlich einseitiger Kampf. Jetzt machen wir das Königreich ist geboren. Es ist geraume Zeit vergangen, seit Arthur König geworden ist, okay. Und in dieser Zeit wurden viele Schlachten geführt und gewonnen. Doch jetzt muss das Herz der schönen Jungfer Guinevere errungen werden. Okay, der König wird bestimmt einen gut aussehenden Bräutigam abgeben, egal wie schön die Dame auch ist. Doch leider liegt unsere Dame mehr an. Nun sagen wir mal den materialen Dingen des Lebens. Sie will ein wirklich ungeheuer großes Haus haben. Sieht's mit ihren Maurerkünsten aus? Ja. Also ich kann sehr gut Sachen kaputt machen. Ja. Haben fallen in jeder Runde Waffenkisten um sie herum zu Boden. Perfekt, wenn ihnen die Munition für ihre großen Waffen ausgeht. Ja, wie zum Beispiel Brieftaube, die mich irgendwie selber tötet. Arthur hat versucht, eine Burg zu bauen. Okay, das sieht aus wie eine kleine Karte. Die Burg brach auseinander. Nope. Also gab er auf und bat Merlin, ihm zu helfen. Ich hab's irgendwie heute mit meinen Lesekünsten, ne? Ich habe schon Feinde gesehen, das ist nicht gut. Wo soll die Burg gebaut werden? Ich baue die sowieso wieder am falschen Ort, kann das sein? Lass mich raten. Merlin hat offenbar die ideale Stelle gefunden. Okay, ich wollte schon sagen, wenn das jetzt wieder da bei der Festung ist. Hier ist der beste Ort zum Bauen. Nicht weit zu den Geschäften. Okay, da steht auch jetzt was schon. Mit einer herrlichen Aussicht über die Bibliothek. Aber woher werden Sie wissen, was Sie bauen können? Nun, ganz einfach. Ja, schon. Merlin wird die Gebäude liefern. Lang jetzt auf die Fresse. Boah. Die sie gerade benötigen. Ey, erobern sie außerdem mindestens drei Orte des Sieges. Dann wird es garantiert ein fabelhaftes Camelot werden. Ah. Schauen Sie, Geächtete. Wir können lärmende Nachbarn nicht gebrauchen. Auch um die müssen sie sich kümmern. Okay, ich würde dann sagen, wir machen die jetzt platt. Und beim letzten Kampf. Bereit? Na dann mal los. Wir werden einfach nur die ganze Zeit so am Grinsen ist. Oh Gott, das sind viele Gegner. Das sind verdammt viele Gegner. Nein, ich habe nicht unendlich Jetpacks. Verdammt. Das sind ganz schön viele Gegner. Hallo? Warum ist hier Sand? Sieht aus wie Sand. Es ist Sand. Und da kann man nicht hoch. Lecco mio. So, wo soll ich Wacken jetzt bauen? Wieder steht am falschen Ort. Was? Hä? Muss ich jetzt hier raten, wo ich was hinpacke oder was? Leck mich. Was ist das denn? Jetzt muss ich schon an den richtigen Orten irgendwo was bauen. Oh. Wo soll ich denn wissen, wo ich was bauen soll? Nein, nicht auf meine Würmer. Gut. Okay, da ist schon mal falsch. Super. Habe ich unendlich Sachen? Wollte schon sagen. Okay, da ist falsch. Boah, was? Da steht am falschen. Wo soll ich denn das hinbauen? Sag mir das doch. Na, warte, jetzt mache ich euch platt da unten. Wo seid ihr? Den auch platt. Komm her.
Ist echt scheiße, sein du zu sein. Schön auf der Pergament drauf. War mit dem Mund gefangen, ne? Okay, ich glaube, da bin ich sogar sicherer. Mann, da sind so viele Gegner. Wer die benutzen das Ding da? Obwohl die Granaten sind wahrscheinlich tödlicher, wenn die mich da treffen, und die treffen immer. Wo soll ich denn bitte schön was bauen? Sag mir doch. Okay, wollte schon sagen. Also kann ich jetzt hier nur raten, ne? Das sieht aus wie die Karte zum Bau von Camelot. Was? Ah. Okay. Hä? Ich hab doch einmal da und einmal. Was? So macht man das. So, endlich mal. Danke für den Tipp. Allein wäre ich da nie drauf gekommen. Die ganze Zeit Trial and Error gemacht. So, ihr Pisa. Ach man, warum habe ich immer da drin? Ich kann damit nicht treffen. Hier. Da guckt sich dann einer an. Toll, ist jetzt genau dazwischen. Verstehe man nicht, der eine war doch direkt da. Ja, ein bisschen Schaden, geil. Warum habe ich immer diese Dinger unendlich? Das ist so kacke. Jetzt mal ernsthaft. Ich kann mit den Dingern nicht treffen. Wie oft soll ich denn das noch sagen? Boah, zum Glück können die aber nichts treffen. Ja. So, nächstes. Na toll, jetzt habe ich da. Stehe ich hier. Eine ist doch direkt da. Ich habe nicht gerade da gebaut. Ja, ne? Egal. Nein, wo ist er? Ich hau die mal alle platt hier. So, du musst jetzt verrecken. Tut mir leid. Ich kacke sein, du zu sein. Ja, fangen das. Wer zieht nicht 50 ab? Jawohl. So lache ich, wenn ich froh bin. Bams. Bis dann, Enemy 6. Ah, wie viele sind denn davon noch? Da, 3, 4. Okay. Wie? Hey, du baust da drüber, ich sehe gleich da nichts mehr. Also wie ich das sehe, ist das schräge überall Dingens. Immer Dingens hier, meine Güte, ein Bergfried. Die Garaden sind ja Türme. Nein, geh weg! Geh weg! Ich blute! Au! Mitten gegen die Omme. Ja, davon habe ich auch unendlich gut. Ja, gut ist, wenn ich was falsch baue, dann korrigiere ich direkt. So macht man das. Bergfried errichtet. Boah. So. Hi, na. Oder auf das. Oder auf das. Auf die Burg ziehen, ja. Okay, ich habe das Ding auch getroffen. Ja, ein bisschen. Scramble, scramble. Ach, der trifft doch nie im Leben. Ja, okay, das ist egal. Baller ruhig die Festung ab, die voll viel aushält, bei der du fast nichts abziehst.
Ja. So, ist wieder ein Geraden, ne? Nein. Was will doch einer sagen, ist ja zu bau. Wie soll ich denn allein drauf kommen? Hallo? Ja. Sehr gut. Konzentriere ich einfach direkt auf die Festung. Ja, ich glaube, das ist besser. Ding ist schon leicht weg, habe ich so ein Gefühl. Wow, die sind echt kacke im Treffen heute. Ganz hier Wasser getrunken oder was? Boah, der Spruch, der musste natürlich kommen, ne? So. Sieht stylisch aus, muss ich sagen. Aua. Hi, na? Ich habe noch ganz viele Mexikaner. Keine Ahnung, mit den Dingen kann ich irgendwie nur treffen, wenn die... Boah, so viel dazu. Die direkt vor mir sind. Ja, natürlich die immer ohne irgendwie ohne Druck einfach abwerfen und dann treffe ich schon was. Manchmal. Aber nur manchmal. Aber nur manchmal, ja. Nein! Ausgezeichnet. Ich brauchte drei Orte des Sieges, ne? Muss ich die überhaupt erledigen? Ich glaube nicht, ne? Oh, ich habe ein Mini-Dingens. MG-Werfer, was weiß ich, Hamster-Dinger. Ist schon. Na, wie geht's euch, ne? Eigentlich noch ein bisschen weiter weg, aber okay. Nochmal. Hallo, die sieht voll im Eimer aus. Wow. Ich bin beeindruckt. So. Ups. So, jetzt kommt die Mini-Kanone. In your face. Dreimal, hallo. Sehr schön. Ja, das Ding ist gleich weg. Wenn mir am Anfang schon viele Waffen hier reindrückt, dann wird das auch was. Und eine gute Position und viel Leben und schwache Gegner, dann schaffe ich das auch. Au. Warum auf Rainer schon wieder? So, jetzt noch das letzte Ding und hoffentlich war es das dann. Boah, jetzt muss ich niesen. Boah. Boah. Das hat man nicht gehört. Nee, nee, okay. Thanks. So, was das? So, jetzt muss ich euch noch plätten, ne? Dann kommt nur her. Boah, meine Nase. Kommt nur her. Wo die... Keine Chance, oder? Nein! Keine Ahnung, ich kann nicht mehrere Leute auf einmal sprechen. Also ich kann nicht zwei Stimmen auf... Was? Nein! Nein! Ich hab's weggedrückt!
Warum? Jetzt weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Ey, wer, oh, warum kam denn da direkt eine, der Gegner war doch dran, warum kam denn dann direkt eine Szene? Oh. Boah, auf der Suche. Okay, ich nehme an, das Ding wurde erbaut, Arthur ist ein guter König und so und keine Ahnung. Verdammt. Na gut. Was soll's, haben wir einfach passt, egal. Mach das jetzt nicht nochmal, ich will das Projekt heute mal zu Ende bringen. Und ja, ich würde dann mal sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Warm Sports Unterbelagerung. Ich bedanke mich alle, dass ich schon sage, tschüss, bis zur nächsten Folge.